Ja, mein Name ist Elisabeth Volle-Bürgerding. Ich bin Sozialarbeiterin vom Beruf und arbeite seit vielen Jahren beim Caritas Sozialwerk in der Integrationsberatung. Kümmere mich um zugewanderte Menschen aller Couleur. Und mit der zweiten halben Stelle bin ich in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe tätig. Ja, in den letzten 2 Jahren kommen auch verstärkt Menschen aus den osteuropäischen Ländern in unsere Beratungsstelle mit den vielfältigsten Fragen und Anliegen. Und wir stellen fest, dass sie doch eine Menge Unterstützung benötigen, was wir alleine nicht leisten können, und brauchen dazu einfach Unterstützung auch von anderen Leuten. Und eins möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen: Die Menschen kommen hierher, insbesondere weil die Eltern für ihre Kinder eine bessere Zukunft sich wünschen. Hier werden sie oft als Wirtschaftsflüchtlinge betitelt. Den Begriff finde ich einfach falsch. Ich würde sie eher Armutsflüchtlinge nennen, weil sie teilweise wirklich aus sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen kommen und hier einfach hoffen, dass sie hier gut zurechtkommen und hier gut leben können. Und das kann man ja irgendwo niemandem verwehren und verdenken. Ich bin die Martha Schiefan, verheiratet, 3 Kindern, wohne in Damme, komme aber auch aus Rumänien, wohne seit 12 Jahren hier mit meiner Familie. Ich unterstütze seit einigen Jahren rumänische Familien, in Besonderheiten mit Sprachschwierigkeiten, Übersetzen für mehrere Behörden, wie zum Beispiel Polizei, Krankenhaus, Schule, für Caritas, aber auch für Jobcenter. Die Einsätze sind sehr unregelmäßig, werden kurzfristig abgesprochen und ungefähr von einmal die Woche bis 3-mal am Tag, 2 Monate Pause, also sehr unregelmäßig. Ich bin Miriam Diersen, ich bin Schulsozialarbeiterin einer Grundschule hier in Damme und bin über das Kooperationsprojekt der Stadt Damme und des Caritas Sozialwerkes an der Schule tätig. Wir würden uns freuen, wenn wir Ehrenamtliche gewinnen könnten, die regelmäßig mit den Kindern zusammen lernen, Hausaufgaben mit den Kindern zusammen machen, die Familien unterstützen im Hinblick auf Freizeitaktivitäten, genau zusammenschauen, wie der Alltag gestaltet werden kann hier in Deutschland. Das wäre uns wichtig.